Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar habe ich gelesen One Kiss von Lauren Blakely. Das ist der vierte Teil der The One-Reihe und wie mir das Schätzchen hier gefallen hat, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Leo. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe dieses Buch in netter Weise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe. Und falls es hier Fortsetzungen gibt, die rauskommen, hätte ich die auch gerne. Nur schon mal so am Rande erwähnt. Wie ich gerade schon sagte, ist One Kiss der vierte Teil dieser Reihe, kann aber unabhängig von den anderen gelesen werden, wie es bei dieser kompletten Reihe der Fall ist. Also ihr müsst die Bücher weder in der Reihenfolge lesen, noch hintereinander, noch müsst ihr den ersten gelesen haben, um den dritten zu lesen oder so. Also ihr könnt die komplett unabhängig voneinander lesen. Und ja, im vierten Teil geht es um Nicole. Falls ihr die Reihe tatsächlich in der Reihenfolge lest, so wie ich, dann werdet ihr Nicole aus den anderen Teilen schon kennen. Nicole ist eine von den Freundinnen, von den Protagonistinnen aus den vorherigen Teilen, bekommt jetzt quasi ihre eigene Geschichte. Und Nicole ist Journalistin und hat eine Radioshow, wo es um Liebe, Sex und Zärtlichkeit im Endeffekt geht. Und sie schreibt auch noch eine wöchentliche Kolumne. Und Nicole ist eine sehr selbstbewusste Frau, die im Leben verankert ist, die weiß, was sie will, die aber einfach nicht den richtigen Mann findet. Und Nicole ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagt, ach scheiß auf den Mann, den brauche ich nicht, aber ich möchte gerne ein Kind. Und Nicole beschließt so, sich künstlich befruchten zu lassen und erzählt das dann ihren Freundinnen und allem. Und da stößt das Ganze dann erstmal so ein bisschen auf Unglaube und ja, willst du das wirklich? Und mit Samenspende und so. Und du weißt ja gar nicht, was im Endeffekt dabei rauskommt. Und ja, Nicole überlegt sich das Ganze dann nochmal und trifft dann einen Entschluss. Und zwar gibt es bei ihr einen Arbeitskollegen. Sein Name ist Ryder. Und Ryder wäre der perfekte Kandidat als Samenspender. Und so beschließt Nicole eines Tages Ryder zu fragen, ob er denn nicht der Samenspender für ihr Baby sein möchte. Sie sagt ihm dann, dass sie dann halt auch so einen Vertrag machen würden, dass er kein Recht an dem Kind hat, dass er zu nichts verpflichtet ist, keinen Unterhalt zahlen muss, sondern dass es halt einfach nur eine Samenspende ist und fertig. Und ja, sie konfrontiert Ryder dann damit und er ist erstmal komplett fassungslos und weiß überhaupt nicht, was er dazu sagen soll. Und ja, aber auch Ryder hat ein Problem. Auch er hat eine Sendung bei dem Radiosender und auch er schreibt eine wöchentliche Kolumne, aber bei ihm läuft es im Moment nicht mehr so gut. Er war quasi mal der Dating-Guru von New York, aber nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen ist, klappt bei ihm gar nichts mehr und er kann das Thema Liebe halt auch nicht mehr so vermitteln wie früher und dadurch geht seine Sendung gerade so ein bisschen den Bach runter. Und sein Chef hat ihn auch schon mit der Kündigung gedroht und er hat dann halt quasi ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, mach jetzt was oder du bist gefeuert. Und Ryder muss jetzt halt etwas verändern und dabei braucht er Hilfe. Und ja, was soll ich sagen? Die beiden beschließen, eine Hand wäscht die andere und Nicole wird Ryder bei seinem Arbeitsproblem helfen. Und Ryder wird Nicole im Gegenzug bei ihrem Kinderproblem helfen. Und ja, was mit den beiden dann alles passiert, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Ich kann nur sagen, dass der Ansatz dieser Geschichte schon ein bisschen strange ist. Ne? Also seinen Arbeitskollegen zu fragen, so hey, willst du mir deine Samen spenden für ein Kind? Finde ich schon irgendwie ein bisschen weird. Ich weiß auch nicht, ob man das im realen Leben machen würde, keine Ahnung. Ich fand es aber halt gerade gut, dass die Geschichte da so ein bisschen, wie nennen wir das, abstrakt ist. Also nicht so alltäglich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass ich die Geschichte, wie die sich entwickelt hat, wirklich toll fand. Ich fand es gut, was mit den beiden passiert ist. Ich fand es gut, in was für einem Tempo das passiert ist. Ich fand es einfach toll zu sehen, wie sich das immer weiterentwickelte. Und es war einfach eine richtig tolle Geschichte. Also vom Inhalt und der Entwicklung der Geschichte her kann ich nur sagen, hat es mir wieder richtig gut gefallen. Ich möchte wirklich sagen, dass das so schon fast mit meinem Lieblingsteil der Reihe ist. Also der erste Teil ist und bleibt so mein Liebling, weil es da einfach um Simon und Abby geht. Aber das hier kommt so ganz knapp dahinter, würde ich sagen, weil ich fand die Geschichte einfach süß. Ich fand den Ansatz der Geschichte toll. Ich fand toll, wie die beiden sich entwickelt haben in der Geschichte. Ich fand, die beiden haben einfach so von der Konstellation, von den Charakteren her auch einfach super zusammengepasst. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen, was bei den beiden hier so passiert ist. Ja, also was die Charaktere betrifft, hat es mir gut gefallen. Man hat natürlich hier die Charaktere aus den vorherigen Teilen auch wieder mit dabei. Man kennt sie natürlich alle schon und man weiß, was bei den anderen da auch gerade so abgeht. Man erfährt da vielleicht auch nochmal so ein, zwei kleine Details. Und sowas mag ich ja immer total. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Ansonsten vom Setting her befinden wir uns hier wieder in New York, weil die komplette Reihe spielt ja so in New York. Und ich brauche, glaube ich, nichts mehr zu New York sagen als Setting. Ihr wisst, ich liebe es. Und ich finde, Lauren Blakely hat gerade hier in diesem Buch ganz, ganz tolle Ideen gehabt mit dieser Geschichte. Und das hat mir sehr gut gefallen, was das Setting auch betraf. Und die Orte und die Beschreibungen und die Umschreibungen. Und
Da hatte ich echt keine Probleme mit und das fand ich wirklich richtig gut. Was den Schreibstil von Lauren Blakely betrifft, haben wir hier einen lockeren, leichten, einfachen Schreibstil. Dieser Schreibstil ist an manchen Teilen ein bisschen witzig und romantisch und natürlich kitschig und schmalzig und overkill. Aber ich mag das. Ich finde, bei Lauren Blakely hat sie immer die perfekte Mischung aus Romantik, Erotik und Kitsch und allem. Und sie mixt das alles gut durcheinander. Das gefällt mir bei ihr immer sehr, sehr gut. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir One Kiss auch wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand, das eine super süße Liebesgeschichte. One Kiss ist auch eine Geschichte, wo der erotische Anteil schon ein bisschen höher ist. Also es ist jetzt nicht so, dass hier nur so eins, zwei Szenen drin vorkommen, sondern das ist schon so ein bisschen mehr. Was aber bei den Büchern von Lauren Blakely immer der Fall ist. Also die sind schon sehr erotiklastig, aber die Geschichte steht natürlich schon noch im Vordergrund. Also das ist jetzt nicht nur dummes ohne Geschichte, sondern also die Geschichte steht schon auch im Vordergrund, aber im Vergleich zu anderen Büchern ist das natürlich schon ein höherer Anteil. Das möchte ich immer wieder erwähnen, nicht, dass es dann hinterher heißt, das gesagt, das ist eine süße Geschichte und da ist da so viel Erotik drin. Also deswegen sage ich es nochmal, dass diese Geschichten immer schon sehr erotiklastig sind. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir One Kiss wieder wirklich gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte zuckersüß, ich mochte die Charaktere, ich fand das Drum und Dran einfach toll und ja. Ich weiß noch gar nicht, es gibt glaube ich noch weitere Teile zu dieser Reihe. Ich weiß noch gar nicht, ob die vom Verlag weiter übersetzt werden, ob die dann auch noch irgendwann mit erscheinen. Da muss ich mich auf jeden Fall mal erkundigen und beim Verlag mal nachfragen, was mit den weiteren Teilen ist. Also ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch einen fünften Teil zu dieser Reihe. Das habe ich auf Goodreads den einen Tag gesehen. Aber ich weiß gar nicht, ob es da noch weitere Teile gibt. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht mit beschäftigt. Das werde ich aber auf jeden Fall die Tage mal machen und dem Verlag auch mal eine Mail schreiben mit der Frage, ob es denn weitere Teile geben wird hier in Deutschland. Und ja, wenn, dann werde ich die auf jeden Fall lesen. Ich mag die Geschichten von Lauren Blakely sehr und kann ich, was das betrifft, diese komplette Reihe auch immer wieder nur empfehlen. Es sind wirklich tolle, süße Geschichten mit einem etwas höheren erotischen Anteil. So, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich fand das Buch einfach toll. Wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.